So, weiter geht's. Wir haben nur die Story, die wir machen können, glaube ich. Ja, und den Monolithen, den wir nicht gelevelt sind, vernünftig. Aber ja. Oh Gott. Giant Enemy Crab. Was war das denn für eine Welle? Alle noch am Leben, cool. Ja, die Gegner halten ja sogar ein bisschen was aus. Ja, irgendwie schon. Stimmt, das Spiel ist irgendwie schwierig geworden. So in der letzten Stunden habe ich so ein Gefühl gehabt. So, da müssen wir glaube ich nicht rein. Boah, brackiger Gulabanda. Also wenn du nicht richtig Deutsch sprichst und versuchst Glumanda auszusprechen. Alles klar. Ja. Glumanda. So wie die Leute immer Frieren aussprechen. Oh, I love this anime called Frieren. Ja. It's so fun. Ja, das hat irgendwie Full Metal Alchemist vom Thron gestoßen als, als bewertete Anime. Okay. Anscheinend seit Jahren war Full Metal Alchemist der bestbewertete Anime und der Präsen hat den vom Thron gestoßen. Okay. Brought out. Ich glaube nicht, dass das Full Metal Alchemist ist. Ja klar, Full Metal Alchemist ist super populär. Ja, okay. Ja so von ja, Fans und so. Ich höre immer irgendwie, weiß ich nicht. Entweder Full Metal Alchemist oder Evangelion. Höre ich immer so an der Spitze. Ja, Frieren hat das anscheinend von drum gestoßen. Ja. Obwohl das Jahren unangefochten war, ey. Okay, ich weiß nicht, wie wir in diesem Gebiet gekommen sind, obwohl wir nach unten links gegangen sind, aber okay. You were told not to come here. It would be wise to leave immediately. Wer bist du? Yes. Leaf, genau. Warum haben wir hier zwei zur Auswahl? Altar von dir ist ein zerbrochenes mondförmiges Symbol. Die fehlenden Helfen irgendwo. Jetzt haben wir was gemacht. Ich habe nur angesprochen. Okay. So ein anderer angesprochen? Nö, ich habe gar nichts gemacht. Okay. Wir müssen irgendwelche Helfen finden. Wir müssen nochmal jetzt zurück. Bonk. Ich könnte schwören, bevor wir angefangen haben, 3 Minuten war mein Erfahrungsbalken noch ganz am Anfang. Jetzt ist er schon bei der Hälfte. Oh. Da habe ich mir nur eingebildet. Nicht. Ein bisschen schnell. Ja, das stimmt. Oh. Was? Irgendjemand ist tot. Mein Säbelzahntiger, nein. Nein, meine Krähe. Boah. Sterbt ja bloß nicht. Da muss ich euch ja wieder zurückrufen, ey. Das ist voll nervig. Gott, 2 Krabben. Oh. Ein schützender Riesenkrebs des Zerfetzens.
Oh nö. Oh nein. Oh. Hör auf zu sterben, Alter. Get good. Aua. Du wärst ein Gegner. Ja, ich sehe auch den Gegner, hervorragend. Da schon wieder der Riesenkrebs. Nehmen wir Krebs irgendwie voll viel Erfahrungsmute? Kann gut sein. Jetzt hab ich schon wieder. Irgendwie weiß ich nicht, dass ich das Gefühl, der eine Angriff, den ich mache, der mir Lebensenergie kostet, der zieht irgendwie mehr Lebensenergie als beim letzten Mal. Ja. Doch, das einer. Ja, ja. Oh. Oh, Gott, ey. Oh ja, da war die Welle. Hm. Bye. Das. Ich will nicht mal schaden, dass die Gegner, ich bin die ganze Zeit so gut wie tot, wenn ich meinen Angriff sehe. Ja, wenn mir das gefällt. Ja, ich erinnere, dass beim letzten Mal nicht so viel abgezogen hatte. Ich habe noch gar nicht gemacht, was zum Dorf ist. Ja. Ja, man fangen das ja von den Gegnern nicht viel Schaden genommen, ne? Und jetzt teilen die schon ein bisschen mehr aus. Das stimmt allerdings. Hm. Ich habe irgendwas eingesammelt. Okay, ja, ich bin gerade hier beim Skillen. Ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt hin wollte letztes Mal. Na, mal später. Du willst ein paar Punkte erstmal ansammeln. Ja, Überblick sammeln. Nur das ist keine schlechte Idee. Schlecht. Stufe 54. Ausweichmanöver. So. Oh Gott. Das ist ja noch okay, weil ich sowieso im Hintergrund kämpfe, aber ich weiß nicht, wie irgendwie. Oh. Ja, aber da muss ja dieser eine Angriff kommen, ne? Ja. Dann hast du Pech. Ich muss irgendwie nur einmal angefasst werden. Also kann aber hier bleiben. Jetzt hätte mal angefallen, dann haut er ab direkt. So. Hm, warte mal, wir haben immer noch Questzeichen hier. Sehr schön. Lagunsinsel. Die Goon Lagoon. Boah, Welle. Ja, Leute regen sich wieder ein neues sexy Game auf hier. Ja, ich weiß, es ist der Lablade oder wie der heißt. Ja, ja. Ah, oh, Stufe 54. Ja, das habe ich auch schon gehört hier. Ja, Spiele sind zu sexy in letzter Zeit, ne? Dann ja. Geht nicht. Ja, ja. Offensichtlich. Ja, auf der einen Seite verstehe ich schon, woher die kommen. Das ist ein bisschen unnötig, ganz ehrlich. Einige, was die da machen bei einigen Sachen, aber.
weiß ja nicht genau, ich schon lange bevor er rausgekommen ist, habe ich immer schon gehört, habe ich nur davon gehört, irgendwie Leute regen sich irgendwie darüber auf, weiß er nicht. Ja. Und kann ich mal dafür ein Spiel jetzt. Das ist ein, weiß ich nicht. Kenne die Story natürlich nicht, aber. Oh. Ist weil ich wieder so ein Spiel mit. Weil nicht, gameplay-mäßig ist das, glaube ich, sogar viel. Ich habe irgendwie so was gehört wie Bayonetta oder irgendwie so was. Ja, das kommt mehr hin, glaube ich. Ja. So ein Slasher hier irgendwie, so wie Devil May Cry oder Bayonetta oder so, glaube ich. Also ich glaube, da der Tekken Slay Klassik eingestuft werden kann, aber ja, das ist sowas. Ich glaube, Bayonetta, ja, kommt immer nächsten, ja. Und da war das noch okay. Bayonetta ist jetzt nicht so extrem wie, weiß ich nicht. Die Tante hat auch irgendwie alle möglichen Kostüme wieder, unnötig reizvollen Kostüme, die man nicht anziehen kann. Also. Oh Gott, das ist noch. Oh Gott, das hat einen Haufen hier. Ja. So. Wer ist er hier? Hallo? Bist du auch etwa hier gestrandet? So beruhig dich doch, was redest du? Gestrandeter Kapitän. Ja, wie das hat sich das vercheckt. Möglich? Ich versuche es. Goodbye. Ich bitte die finde die gestrandete Mannschaft. Ah! Wir haben gerade Flugwelle entgegen. Boah. Also ja. Okay. Wo wollte ich hier hin? Ich weiß es nicht. Strand der Stürme. Ja, Cthulhu, gegen wann kämpfen wir gegen dich? Ja, sehr gute Frage, ich sag dir. Ich glaube nicht, ob es hier auch irgendwie so Weltbosse oder irgendwie sowas gibt. Na, ja, gute Frage. Ja. Okay, diese Flutwelle, die macht irgendwie nicht viel Schaden, ey. Der hat eine Aura, das kann der. Egal, er ist tot. Lass mich mal gucken, was dieses Ding so drauf hat, was es für Angriff hat und wie viel Schaden es nimmt. Oh, das ist tot. Der hat hier irgend so einen Kreis um sich herum, keine Ahnung, was das war. Ja, ja. Irgendein Buff oder irgendwie sowas, ist egal, der ist sowieso so. Ich kümmere mich irgendwie so gar nicht um die Ausrüstung hier rum, die ich also. Nee, ich auch nicht. Wird vertagt, wenn wir uns darum Gedanken machen müssen. Ja, nicht so, ne. Noch ist das okay, ey. Ja. Ich meine, dass ich noch nicht gestorben bin, dann grenzt an Wunder, ey. Ah, hier geblieben. So, was ist das? What? Hab ich gerade einen Kuchen aufgehoben? Was war das? Jetzt zum gestrandeten Kapitän zurück, okay. Warte, in seiner Mannschaft war ein Kuchen? Ja, da aus dem Kuchen, weil ich das da aufgehoben habe. Sie waren so köstlich. Haben Sie gegessen, Daniel? Ne.
Müssen wir einfach angewöhnen, nicht immer mitten in die Action reinzulaufen. Ich bin auch so gewohnt, irgendwie einfach in die Action mit reinzulaufen und irgendwie da teilzunehmen. Wo ich keinen einzigen Nahkampfangriff habe. Ich glaube, ich habe ja nur diesen Fernangriff hier. Du tust die halt anfeuern, wie bei Digimon World. Ja, ich habe auf der mittleren Maustaste eingestellt. Ich muss eigentlich nur mittlere Maustaste die ganze Zeit drücken irgendwo und sagen, hey los, ich wähle dich. Ja, wie bei Digimon World, das musst du die anfeuern. Ja, ja. Gib alles. Hallo. Hallo. Es tut mir leid. Deine Crew ist tot. Wir haben nur den Kuchen gefunden, den sie gebacken haben. Das ist ein Abschiedskuchen, den sie gebacken haben, bevor sie gestorben sind. Ich meine, die hätten ihre letzten Momente besser verbringen können, aber ja. Naja. Das ist jetzt wieder zurück in die... Okay, da bist du. Aber wenn du die Chance hast, einen Kuchen zu haben, dann holst du dir einen Kuchen, ne? Und dann machst du einen. Ja, ich hatte Hunger, was Süßes. Also habe ich mir einen Kuchen gebacken. Mach dir doch gefälligst was Einfacheres. Ja, das stimmt allerdings. So eine Szene aus Gintama. Ja. Wir sind mitten in der Nacht. Es geht Toki mitten in der. Oh Gott, warum ist das Ding so am Glitschen? Oh Gott, oh Gott. Oh, das sieht nicht okay aus. Oh nein, oh, oh, oh Mann, oh. Jetzt ist er eingefroren in der. Okay. Ja, siehst du nicht? Nee. Nee, ich sehe gerade nichts. Ich bin gerade im Menü wegen. Also, ja, du bist gar nicht in dem Gebiet. Nee, ich bin auch im Menü, Entschuldigung. Ja, den sind dann. Sein Körper ist einfach nur so voll abgespackt, hat sich die ganze Zeit gedreht und sich die Gegend geflogen. Jetzt hängt er hier so. Okay. Jetzt ist er weg. Ja, jetzt hat er einen epileptischen Anfall gehabt. Ja, das kann gut passieren, ey. War das Gift meines Skorpions. Und hat eine Chance frei zu bluten zu lassen. Aber dein Säbelzahn erleidet mehr Schaden. Warum soll mehr Schaden austeilen, aber dafür mehr Schaden nehmen? Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ja, das ist hier ein bisschen, weil ich könnte meinen Angriff hier, mein Knochenangriff, der gemacht deutlich mehr Schaden, aber der tut dann nicht mehr durch die Gegner durchbohren. Ich weiß nicht, ob es das wert ist. Seine Chance, Angriffe zu unterkühlen, die ihn treffen. Weil der geht durch die Gegner durch, der greift auch die Gegner an, die hinter dem stehen. Ich weiß nicht, ob es das wert ist, im Austausch das zu verlieren, im Austausch für mehr Schaden. Okay, ich habe 2 Punkte hier reingepackt, also nehme ich an, ich wollte da lang. Eine höhere Chance gegen ihn zu bleiben, kann jedoch nicht mehr springen. Ich habe noch nie gesehen, dass der gesprungen ist, ehrlich gesagt. Mein Tiger kann springen, da anspringen, wenn ein Säbelzahntiger springt. Ich habe noch nie gesehen, wie der gesprungen ist, ehrlich gesagt. In dem Getümmel ist sowieso irgendwas schwer zu sehen. Dann tun wir mal die Sachen, die ich schon ausgewählt habe, weiter ausbauen. Wie zum Beispiel das. So, ach ja, Skillpunkt brauche ich ja noch. Normalen. Welcher Knopf da? Tiermeister, gemeistert. Nach weil ich den ganzen Balken da voll habe, oder was? Bringt mir das irgendwas? Glaube nicht. So, ach, jetzt kann ich die letzte Dings hier wählen. Was haben wir denn hier? Fühlt sich schon nah, komm schon, Stärke. Alle Aspekt-Buffs. Jetzt wird jetzt hier mal gestartet werden. Ich sehe doch deutlich weniger effektiv.
weiß gar nicht, was hier noch will. Ich habe schon alle Sachen hier voll. Von den Skillpunkten, die ich haben wollte, ist noch hier mein Primal. Ist da noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ich habe erhöhten physischen Kälte und Blitzschaden. Das wäre doch nicht schlecht, weil das sind eigentlich alles meine Angriffe. Im Primalist. So. Okay. Wo ist mein Blitzschaden? Zeig mal. Da 67% und Kälteschaden 60 und physisch 114. Ich scheine dann echt keinen Feuer- oder leere Schaden zu machen oder nekrotischer Schaden. Okay. Ich nehme mal, nekrotischer Schaden hast du, ne? Ja. Ich weiß nicht, was leere ist. Leere Schaden. Ich auch nicht, du. So. Komm her, du Riesenkrabbe. Okay. Was ist mit dem Ring hier? Höhe, Kritsche, Treffer. Oh, ich habe ja schon viel besseren. Boah. Dash. Aber Mensch, da wieder zurück. Boah. Da bist du. Ja, da bin ich. Warte mal. Hey, da oben ist das. Was? No. Gut, da. Oh Gott, der viele Gegner. Wir sind tot. Weggeklatscht. Oh. An die Gasse ist das auch nicht schlecht. Da wird immer mein Geist gezögert, wenn ich so wenig Lebensenergie habe. Ja, okay. Ja, der kommt ja nur, wenn ich unter Lebensenergie weniger als meine Hälfte, weniger der Hälfte habe. Naja. Und durch meine Fähigkeit habe ich praktisch immer weniger der Hälfte. Naja. Müssen mehr AP verbrauchen. Müssen sie irgendwie so ein Schild haben oder irgendwie sowas, während du niedriger AP hast oder irgend so Skills irgendwie. Ja, wäre nicht schlecht, ne? Oder so Skills irgendwie, weil nicht deine Verteidigung oder irgendwie sowas, aber irgendwie eine niedrige AP hast oder irgendwie sowas. Ja. So darauf hinbauen irgendwie. Ja, das wäre nicht schlecht, wenn ich sowas hier gibt, ne? Ja, das macht der Angriff wesentlich mehr Schaden. Dich. Ja. Oh, stell mal vor, vier Spieler, alle Totenbeschwörer und Bestienmeister. Mhm. Ganze Bildschirmwerfer mit 50 Begleitern. Das kannst du bestimmt irgendwo finden, ja. Wenn du ein Video guckst. Unvermengen. Nein, wir sind die Ersten, die auf die Idee kamen, einen Totenbeschwerer und einen Bestienmeister zu spielen. Ja. Für die maximale Anzahl von Begleiter. Alles klar. Yet you persist. If you wish for Lagan's temple to be your tomb, then so be it. Hm? Du
berührst die Perle, in das Becken schreiten. Ich würde lange in das Becken schreien. Oh Gott. Was ist das? Jemand, das ist unser Verderben, da ist ein Lebensskorpion. Der Tempel von Lagoon, ist das Lagoon? So. Hier ist ein riesiger Tentakel. What? Wo? Oh, hier. Ja. Erkunde den Tempel. Da, oh, Tentakel aus dem Boden. Wie unschön. Ja, da ist noch einer. Ja, wir haben wieder die Phase des Spiels erreicht, wo wir von hinter den Tagen an die Luft werden. Hervorragend. Das darf bei keinem modernen Spiel fehlen. Ja. Jeder verdammte Fanservice. Oh Gott. So, oh, ist er denn? Oh. Oh, bald können wir diese eine Quest mal machen auf Level 58. Ja, das stimmt. Ich bin mal gespannt, was das ist. Warum wir die so früh bekommen haben, scheint. So ein Dungeon oder nicht? Ja. Ja, weiß ich nicht. Ja, Dungeons sind diese Dinger, wo wir so Schlüssel brauchen. Okay, ja. Ja, das eine ist irgendwie, weil da war so ein Portal oder so, glaube ich. Weiß ich nicht. Oh, okay, ja, stimmt. Die Dungeons können wir ja auch mal gucken. Aber ich weiß nicht, wann ich das mal gehört, aber irgendwie habe ich mal gehört, irgendwie, wenn du die aber machst, wenigen kann man irgendwie die Story skippen oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist. Wenn man die irgendwie früh genug macht oder irgendwie so, dann kann man irgendwie Teile der Story skippen. Ich weiß das nicht. Deswegen weiß ich nicht, wann wir die mal machen sollen. Ja, das ist ein guter Punkt, ja. Der Steiner ist hin, was ist das denn? Oh Gott. Oh, da hat's mich erwischt. Oh nein. Nein. Ihr Schweine. So. So ist das halt, ne? Ja. Oh, was? Ich kann hier nicht lang, leck mich. Kann mich jemand durch Sanktum ziehen, möchte gerne die Story skippen. Alles klar, warte mal, ich rufe erstmal meine Leute wieder an. So, wo bist du denn? Ich bin hier im irgendein Portal gelandet. Also wieder am Anfang? Boah. Ja, warte ich. Let's. Wenn wir was war. Ah. Ich kann mich eigentlich auch nicht zugeporten.
kann man gar nicht. Okay, also wir als beschworen. Ja. Ist ja bei dir auch so, wenn du irgendwie beschwörst, irgendwie, dass du aufpassen musst, in welcher Reihenfolge das ist? Nicht unbedingt, ne? Also, wir sind ja alle auf verschiedenen Tasten, aber. Also. Ja, bei mir ist da, wenn ich mich weiß nicht. Ja, wie soll ich das erklären? Ja, wenn meine Wölfe irgendwie beschworen sind. Ich kann ja mehrere von denen rufen. Ja, wenn ich die als erstes beschwören, habe ich 4 Wölfe. Und natürlich alles andere beschwören, aber irgendwie weil nicht. Meine 2 Wölfe bleiben dann und irgendwas anderes wird ersetzt dadurch. Also ich weiß nicht, okay. das ist irgendwie so komisch irgendwie. Ja, bei mir ist ja nur Varietät, weil ich habe ja normales Skelettmagier und Pyromanten, weil ich halt immer zufällig, wie die gerufen werden, glaube ich. Also. Ja. Das System ist, glaube ich, ein bisschen buggy, ganz ehrlich. Weil manchmal rufe ich Pyromanten, manchmal rufe ich nur ein normales Skelettmagier, weil ich nach was irgendwie entschieden wird. Und dasselbe ist mit den Skelettkriegern, da habe ich auch 3 Variationen von. Das sind Pfeil und Bogen, normale Krieger und hier die Ninjas, das sind alles, das waren alles unter die Kategorie Skelettkrieger. Kriegst du nicht so einen Lanzentypen irgendwie, wenn einer deiner Skelett steht? Ja, den krieg ich auch noch, ey. Da besteht die Chance, wenn einer meiner Skelettkrieger stirbt, dass er durch einen Lanzentyp ersetzt wird, weil ich sehr interessant finde. Also, da steht zwar ersetzt, aber den habe ich dann noch extra, also ich kann dann immer noch... Ja, ja. Das war jetzt um Fall 2 ein. Ja, genau, im Prinzip schon, ja. So, den habe ich jetzt leider verloren, weil ich jetzt gestorben bin. Und dann habe ich ja noch diesen Geister, der kommt, wenn ich unter die Hälfte meiner Lebensenergie habe. Ja. Der hat aber nur eine begrenzte Zeit, also der verschwindet nach einer Zeit wieder. Ja, hier kommt man, glaube ich, nicht weiter. Wo müssen wir denn hin? Da steht, wir sollen halt erkunden. Okay. Ich hab noch gar nicht den Effekt meines Optors die ganze Zeit eingesetzt. Nur für den anderen Viecher. Ja, deine Viecher haben wenig Effekte. Meine greifen alle einfach nur automatisch an. Ja. Oh Gott, ja, der Angriff hat mich vorhin gekillt. Er ist so wahr, ey. So. Die Tiefen des Tempels. Ist das Spiel jetzt eigentlich komplett draußen oder ist das noch immer so in der Beta oder irgendwie so weit? Das müsste eigentlich jetzt komplett draußen sein, ganz ehrlich, so wie ich das verstanden habe. Hm. Na, vielleicht machen die ja noch. Der Knochensplitterangriff macht ganz schön Schaden, ne? Ich bekomme dann hohen Preis, aber naja. Ich bekomme da in der ganzen Menge gar nicht mit hier, was Quatsch Schaden macht, ey. Ja, ja, ich auch nicht, ey. Oh Gott, ist wieder da? Nein! Oh. Ich habe zu viel geknochensplittert. Ja, ja, ich mache mir mehr Schaden, als die Gegner mehr Schaden machen, ganz ehrlich. Ihr könnt mich nicht töten, ich kann mich selber töten. Oh Gott, der hat eine Aura. Ah. Blutwelle! Aber dass der Knochen ist, dann ja. Die Gegner einfach nur hinschmelzen, ey. Meine Fresse. Mein Gott, warum ist mein Säbelzahntiger schon wieder gelevelt, ey? Hab ich doch gerade gelevelt. So. Tiefkühlschlag! So, mit der Welle, hör auf damit. Die fliegen immer so weit weg, wenn die sterben. Ey. Stirb. Oh Mann.
Ich habe gar nicht mein Feuer angefeuert gemacht, ey. Oh Gott, da sind ganz sicher. Oh. Alles gut? Ja. Gib mir den Trank. Ja. Ich will auf 3 sein. Laserstrahlen. Diese Krebs, die sind elektrisch geladen. Oh nein. Ganz ruhig, wohl, ganz ruhig. So, noch tief rein. Sanktum des Architekten. Wenn ihr dann ein Proktologe ist. Ja. Noch tiefer rein. Ach, da ist mein. Ich muss schon sagen, das ist meine Wasserflasche. Nein. Okay. Why must these gods have such confusing temples? This is science fiction music. Yeah, I'll be drunk. Oops. Hast du einen Geist auch irgendwie spezialisiert? Den kann ich auch ja, verbessern, dass der mehr Schaden macht. Ne? So, wow, was ist hier? Aber das ist in meinem alten Baum Nekromant ist, hat nicht Nekromant, Akolyt ist hatte. Ja, lauf mal da durch. Natürlich bei dir. Ja, jetzt gehen die Wände gar nicht hoch. Mir sind die Wände ja an der Seite nach oben gegangen. So. Mit seinem Welt ausrichten. Da muss ich. Wow. Wow. Ich bin tot. Was? Oh wieso, Gott, ja. Wieso kämpfen wir gegen die? Ich dachte, wir sind Freunde. Wo ist er? Wo sind die? Ja, muss ich. So, ist auch die kaputt. Aua. Weiß die Hälfte Zeit gar nicht, wo die ist. Die nimmt fast gar keinen Schaden. Ja. So, das macht dich fertig. Alter, bis beide Tiere die erreicht haben. Die erreicht hat, ist sie schon wieder weg.
Aua! Nö. So, was ist das für ein Ding? Nein! Boah! Boah! Habe ich so spät die Tranktaste gedrückt. Nein! Und so eine blöde. Was auch immer das ist hier. Nein, allein mache ich ja voll wenig Schaden gegen die. Ja, da ist mir mein Knochensplitter zum Verhängnis geworden. Ja. Ja. So, wie mache ich das jetzt? So. 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 Boah. Leute, wieso kann ich schon wieder keine Fähigkeiten? Boah, aber das ist jetzt wieder. Leute. Hallo, wieso kann ich keine Fähigkeiten benutzen? Alter, Leute. Ich kann schon wieder keine Fähigkeiten benutzen. Boah, Leute, was ist los? Lass mal das Gebiet wechseln vielleicht. Nein, der will schon wieder nicht. Der spielt schon wieder Störchen. Da bist du. Oh Gott, da sind Gegner. Alter, warum kann ich jetzt Leute, was ist hier? Boah. Geh mal nach oben rechts, versuch mal das Gebiet zu wechseln. Vielleicht geht das dann. Ich kann schon mit meinem Controller, ich kann laufen mit meinem Controller, ich kann schon wieder keine Fähigkeiten aktivieren. Boah, was ist hier wieder los? Ich kann laufen mit meinem Controller. Boah, ich kann auch nicht das Gebiet wechseln. Also, wer greift mich denn da noch an? Ey, was ist hier wieder los? Wie wechselt man denn das Gebiet, ey? Ich kann meine Fähigkeiten schon wieder nicht aktivieren, ey. Boah, was ist jetzt wieder los, ey? Dein Golem ist aber da. Hier. Ja, den habe ich mit der Tastatur gerufen. Mein Controller reagiert nicht. Ja, das ist ein Controller leer, nehme ich an. Ja, ich kann ja laufen. Oh, weiß ich laufe ja mit meinem Controller. Jetzt geht's wieder. Boah, was war das wieder für eine Scheiße? Ey, das ist manchmal richtig verbuggt hier, Leute. So, jetzt habe ich wieder wenigstens einen Mix von Turamanten und Skelettmagier. Meine Fresse. Das ist mal ein bisschen richtig verbuggt hier, ey. So, ja. Ich mache die Fähigkeit hier auf. Welche würde ich denn mal aufrüsten? Ja. Ich weiß nicht, was ich hier alles aufrüsten soll, ganz ehrlich. Das ist ein bisschen zu viel. Müssen wir uns mal fokussieren, ja? Hab ich überhaupt? Ja, ich habe noch alle Tränke. Vielleicht noch ein paar Gegner hier erledigen. Irgendwie zum Leveln oder so, keine Ahnung. Okay, oh Gott. Das ist schon gegen den Wasser kämpfen, oder? Nee, nee. Ich hab ja noch ein paar Gegner hier. Oh Mann. Ah! Aber ich will jetzt nicht hier schon einen Trank verballern. Was? Aber mein Krähen sind tot. Wer wagt es? Ich schwöre wieder. Vielleicht noch einen so ein Level irgendwie rausholen. Bevor wir in den Boss gehen. Ja, ich sollte mein Raptor vielleicht hier noch ein bisschen füttern. Ah! Nein! Nein! Interagieren! Passiert nichts! Aua! Was ist das für ein Angriff? Ja, das tut weh, pass auf! Warum sind alle meine Tiere tot? Alle meine Tiere sind tot! Ihr Säcke! Ah! Was ist das? Alter, was ist das hier für ein Ort? Ah!
Mich greift der Blitz hier auch an. Was ist das für ein. Was ist das denn für ein Höllenraum, ey? Ja, weiß ich nicht. Guck mal, hier ist. Alter, aua! Was doch. Warum? Warum werden wir von dir aus angegriffen? Ihr blöden. Ja, auf damit! Das ist der Boss, der uns angreift. So, ich glaube, ich habe den Dreh jetzt raus. Ich muss meinen Raptor immer als letztes rufen. Das scheint dann irgendwie. Na, wartet ihr. Da. Oh, das ist. Oh, cool. Das funktioniert auch, wenn das mein Gespenst ist jetzt verschwunden und jetzt habe ich auch einen Speerkämpfer gerufen. Okay. Ich wusste nicht, dass das auch so funktioniert, aber warum nicht? Also, oha. Was machen die Gegner auf einmal so viel Schaden? Ich hab keine Ahnung. Schummelbum. Bei mir dauert das noch ein bisschen. Ja. So, warte mal, ich muss da eben mal eben aufleveln die Fähigkeit. Kann ich da was noch mal rausholen? Ah, du entziehst einen Teil des physischen Schaden als LP. Mehr Gegner haben wir auch, glaube ich, nicht hier. Hoffentlich funktioniert das so, wie ich mir das vorstelle. So, versuchen wir nochmal. Dann tut irgendwie die Knochenspitze tun, dann vielleicht tue mich sogar ein bisschen heilen dann vielleicht. Ja. So, mal hoch. So. So ist es. So, versuchen wir nochmal, Lady. Wo ist die? Ja, da ist die Frage, ne? Oh. Boah. Na komm, na komm. Danke. Wo sind meine Tiere? Oh, das ist ein Heiltrank. Gut. Ja, die hält aber ganz schön mal aus. Ja. Ah, dicke Welle. Ich weiß gar nicht, wo die ist, die Edith. Ja, ich auch nicht. Wenn ich die gefunden habe, dann teleportiert sie sich schon ja weg. Oh, reicht das denn? Ich spawn auch noch andere Gegner hier. Ja, ja. Ich glaube, einer von denen habe ich getötet letztens. Nein, irgendwann ist am Blinken. Irgendjemand ist tot. Meine Krähe, kommst du gefaced? Ja, die ist genau hier aufgetaucht. Ja, ah! Da oben ist sie. Ah, mein Feuerangriff, der teleportiert sich mit der.
Greif ich an. Alles oder nicht. So. Oh, gleich nicht. Lagan is unpredictable. I was trying to protect everyone. So, die hat schon ein bisschen in sich gehabt. Ein bisschen, ja, das. Okay. Gut. Der hat ganz schön Schaden eingesteckt, ey. Gucken wir dich mal neu. So. Was ist das hier? Kolosseum am Meeresboden. Okay. Wenn du A drückst, befiehlst du deinen Dienern, das Ziel A zu greifen. Auf A drücken springt mein Charakter. Ja, A auf der Tastatur. Weil mein Charakter kann gar nicht springen, aber okay. Oh Gott! Cthulhu? Ich komme nicht zu denen, Daniel, hier ist ein Tentakel. Ah. Ich bin auf den Arm. Wie bist du denn da hingekommen? Ich bin ja hier hochgelaufen. Ja, da ist ein Tentakel, ich kann da nicht hoch. Hä? Ich kann nicht zu dir hin. Nein. Das sind auf beiden Seiten Tentakeln. Ja, ich kämpfe nicht allein gegen den Typen. Ey, auf beiden Seiten sind Tentakeln. Wie soll ich denn da hinkommen? Ja. Ich nehme an, die sind aufgetaucht, als ich da durchgegangen. Ich kann da nicht durchgehen. Ja, ja. Ja, du kannst doch gar nicht sterben. Na, ich bin jetzt extra gestorben, damit ich hier wieder rauskomme. Nein. Ein Geist kämpft irgendwie gegen den hier. Ja, ja, gegen die Tentakel, oder nicht? Der kann mich aber angreifen hier. Nein. Bist du tot, Daniel? Ja, ja, ich habe mich töten lassen, weil ich dachte. Der Kampf wird dann irgendwie ja, abgebrochen. Yeah, wenn im Bosskampf ist das so, ja. Ja, ja. Also, da könnte jetzt hier ein bisschen dauern, Daniel. Ich kämpfe hier gerade gegen den, aber das, ich weiß nicht, ob man da das Kampf bezeichnen kann. Also. Ich weiß gar nicht, ob du den triffst. Du hast die Tentakel von ihm. Die haben einen eigenen Lebensbalken. Ah, okay. Wieso? Seine Lebensenergie ist immer weiter runtergegangen. Ja, okay. Ja. Ich habe nur die Tentakel HP gesehen, irgendwie. Okay. Warum kann ich jetzt hier nicht, okay, wollte gerade sagen. So, waren wir immer ins letzte Gebiet gespawnt. So. Ich glaube, das wird ein bisschen schwer. Na, wir müssen nur beide zur gleichen Zeit halt da reinlaufen, ne? Boah, jetzt kann ich schon wieder nicht beschwören. Ja, dann geh hier rein wieder. Nimm mal, wenn das Gebiet wechselt, so. Also. Ich weiß nicht, ich hab. Ist, wenn ich wiederbelebt werde, dann kann ich auf einmal nicht mehr beschwören. Ja, aber wenn das Gebiet wechselt, das geht das ja wieder, ne? So. Ich konnte nicht zu dir hin, ich war von den Tentakeln abgeschnitten. Das ist ein bisschen doof, ey. Ich habe seine Lebensenergie auf 80 runtergebracht. Ja. Ja, jetzt geht's wieder, was wird zum Teufel, ey. Dann müssen wir beide gleichzeitig laufen. So. Überlebe Lagunes Prüfung. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Das ist ganz schön schwierig, glaube ich. Ich habe mich ja absichtlich töten lassen. Ich glaube nicht, dass der so schwierig war bisher. Also zwei Tentakeln gehabt. Na, ich will da. So ist gut. Ja. So. Vorsichtig. So. Okay. Boah. So knapp, ey. Da. Jetzt sind wir zu zweit.
Ja. Ich weiß nicht, ob das was wird, ganz ehrlich. Alter. Autsch. Hey, warum hätten der Tentakel so viel aus? Hätte er mehr aus als ich andere. Bin tot. Na? Ich sag dir, das ist schwer. Aber wir sind doch. Aua! Wir sind doch Level 55. Ja, vielleicht ist unsere Ausrüstung zu beschissen. Hm. Ich sehe da als ziemlich schwer den Kampf. Ey. Also, ich kann nirgendwo ausweichen. Ich kann nur von dem getroffen werden. Ey. Hm. Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Hm. Es war. Über den Schatten. So, ich kann die Karte nicht aufrufen. Müssen wir vielleicht mal andere. Was wir da noch haben, versuchen. Jetzt kann ich schon wieder nicht. Boah. Ist das hier nicht die Hauptquest? Naja. Wir haben ja noch was nicht. So, warum kann ich meine Karte jetzt nicht aufrufen? Nein. Alter, wie soll ich mich importen, wenn ich die Karte nicht aufrufen kann? Okay, aber kann gar nicht zurück. Also wäre gefangen? Sieht so aus, ne? Weil. Alter, ich will meine. Ja. Hm, wo bist du? Bist du wieder da reingegangen? Ja. Okay. Kann man da die Karte aufrufen?